Moin, moin, meine lieben Schnitzel und Schnitzelinchen. Nach fast 3 Monaten des Wartens geht es nun auch endlich bei Eldaria weiter und ich habe sehr darauf gewartet. Ich liebe diese Storyline einfach immens. Liebe, Leidenschaft, Fantasy und Spannung. Ach, was will man mehr? Gut, also schauen wir einfach mal, was uns nun erwartet. Titel der Episode lautet Bis zur Atemlosigkeit und wenn ihr mich fragt, klingt das wieder nach sehr viel Hulapalu. Die Zeit ist gezählt und deine Hoffnungen schwinden. Glücklicherweise hast du in ihm eine unerschütterliche Stütze gefunden. Dem Mann, bei dem dein Herz und Körper sich einen. Doch dir bleibt keine Zeit, um Luft zu holen. Denn die Tragödien um dich herum häufen sich. Du musst handeln, und zwar schnell, bevor es noch zu spät ist. Und dann kommt natürlich auch gleich eine Warnung. Achtung, diese Episode enthält Gewaltszenen, die auf Spieler mit einer ausgeprägten Sensibilität schockierend wirken können. Das geht ja schon gut los, gefällt mir sehr. Ich mag es einfach, dass Eldaria auch für etwas ältere Spieler ausgelegt ist und nicht alles so happy Hippo ist. Wisst ihr, was ich meine? Gut, los geht's. Oh my goodness. Was bisher in Eldaria geschah? Wir schauen sie uns natürlich an, denn 3 Monate ist eine sehr, sehr lange Zeit. Die Mission erschien zunächst einfach. Ein machtvolles Artefakt finden, um dem Übel, das den Kristall heimsuchte und Valkyria langsam aber sicher von innen heraus zerstörte, ein Ende zu setzen. Doch wieder einmal schienen die ehrenwerten Absichten der Garde von Eel nicht mit Erfolg gekrönt zu sein. Denn der unheilbringende Ashkor und die dämonische Neytili waren noch lange nicht mit unserer Heldin und deren Kompanen fertig. Wir erinnern uns an das Schlachtfeld in der letzten Episode. Ich liebe es. Und wenn noch mehr sowas kommt, mir macht es irrsinnigen Spaß, das Ganze mit Special Effects zu hinterlegen. Ach ja. Nachdem sie Valkyria zu Boden gerissen hatte, war Neytili von Laefden getötet worden. Einige Tage später erwachte das junge Erdwesen. Die Feinde der Garde hatten viel Schaden angerichtet und die Feng Huangs einige im Kampf Gefallene zu betrauern. Nach einer äußerst aufwühlenden Totenwache war Valkyria auf ihr Zimmer gegangen, um ihrer Trauer freien Lauf zu lassen. Es war in diesem Moment, dass Valkyrn das Zimmer betrat und alles sich verändern sollte. Oh yeah. Wir haben sowas von den Drachen gezähmt. Entschuldigung. Endlich gehörten wir einander. Die Trauer, der Schmerz und die Gewalt der letzten Tage existierten plötzlich nicht mehr. Um uns herum gab es nichts mehr. Nichts außer unserer Vereinigung, bei der ich gewünscht hätte, dass sie niemals zu Ende ging. Unsere Körper tanzten miteinander, als würden sie von einer sinnlichen Melodie dirigiert, und unser warmer Atem verschmolz mit der beinahe unerträglichen Hitze, die uns umgab. Sehr schnell verlor ich mich in dem Moment, überwältigt von einem Gefühl, das mir bis dahin unbekannt gewesen war. Es war so unbegreiflich und dennoch so unglaublich real. Unsere Körper vereinten sich bis zur Erschöpfung. Vollkommen energielos sackte ich auf dem Körper meines perfekt geformten Liebenden zusammen. Wow. Er ließ seine Hände daraufhin über meinen Körper gleiten, um die Zuckung meiner zitternden Muskeln zu besänftigen. Anschließend rollte er mich auf den Rücken und bedeckte meine stellenweise leicht schmerzende Haut mit zahlreichen Küssen. Mir war kalt und heiß gleichzeitig. Er hatte wirklich eine Gabe dafür, mich in sämtliche Zustände zu versetzen. Valkyrn, deine Lippen, das treibt einen wirklich zum Äußersten, weißt du? Tut mir leid, deine Haut riecht einfach so gut. Ich kann nicht aufhören, sie zu küssen. Das geht so gut los, ey. Er führte den Weg bis zu meinen Lippen fort und entlockte mir einen zugleich sanften und leidenschaftlichen Kuss. Ich wollte all das noch einmal spüren, doch ich merkte, dass mein Körper, geschwächt von der Anstrengung, am Ende seiner Kräfte angelangt war. Mein Gott, wie lange wart ihr denn zugange? Sanft legte ich die Hand auf die Wange meines Liebsten und erwiderte seinen Kuss. Ruhe dich jetzt aus. Morgen wird bestimmt ein anstrengender Tag. In Ordnung. Aber bevor ich mich schlafen lege, will ich noch einen langen, aufrichtigen Kuss. Ich bin doch gar nicht müde. Aber ich hab doch noch Lust auf dich.
What the fuck? Ich bin auch gar nicht müde. Aber ich bin es. Und wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns für morgen ausruhen. Okay. Entschuldigung. Habe ich dich so ausgepowert? Valkyon schob sich hinter mich und nahm mich in seine Arme, während er mir sanft aber bestimmt anordnete, schlafen zu gehen. In der Nacht spürte ich, wie Valkyon mich mit einer bestimmten Anspannung umklammerte. Immer wenn er das tat, drehte ich mich zu ihm um und küsste ihn, um seine Nervosität zu lindern. Er wachte dann für einen kurzen Augenblick auf, um mir ein warmes Lächeln zu schenken. Oh, das ist so süß. Am nächsten Morgen wachte ich an seiner Seite auf, die Augen noch nebelverhangen von dieser letztlich wenig erholsamen Nacht. Meine Muskeln waren noch immer kraftlos und schmerzdurchdrungen von unserer gemeinsamen Nacht. Doch sein Körper rief nach mir. Und ich war ihm hoffnungslos verfallen. Ja, wie könntest du auch nicht? Plötzlich waren die Muskelschmerzen wie weggeblasen und ich rollte ihn auf den Rücken, um mich auf ihn zu setzen. Ich ließ meine Hände seinen Brustkorb entlang gleiten, hielt an seinem Hals kurz inne und gelangte dann zu seinem Haarschopf, wo ich ihn zweifellos ein wenig zu fest packte. Erneut verschmolzen wir miteinander und ich fühlte mich endlich vollkommen, als ob Valkyon meine Gedanken lesen und mir den geringsten Wunsch von den Lippen ablesen könnte. Naja, eher aus den Augen, oder? Doch auch wir hatten unsere Grenzen und so ließen wir uns irgendwann erschöpft auf die Matratze fallen. Einen Moment lang verharrten wir noch fest umschlungen, bis Valkyon meinte, ich sollte mich langsam besser anziehen. Ach was! Während er noch einmal wiederholte, was für ein anstrengender Tag uns bevorstand, hielt er mir meine Klamotten hin und dann sogleich die seinen anzuziehen. Aber warum? Ist doch gerade so schön. Als ich gerade in meine Hose hineinschlüpfte, legte er seine Hände auf meine Hüfte. Du bist so schön und anziehend. Ich glaube, ich bin wirklich verrückt nach dir. Glaubst du? Wie ich dir schon gesagt habe, habe ich mich noch nie wirklich auf eine Frau eingelassen. Es fällt mir schwer zu verstehen, was ich empfinde. Körperliches Begehren von einer tieferen Anziehung zu unterscheiden. Vielleicht empfindest du ja einfach beides? Ich würde gerne daran glauben. Und falls ich herausstellen sollte, dass mein Begehren im Moment eher körperlicher Natur ist, dann werde ich alles dafür tun, um dich besser kennenzulernen und das zu ändern. Was? Sollte sich herausstellen, dass sein Begehren eher körperlicher Natur ist? Valkyon, was ist los mit dir? Sowas sagt man doch nicht nach so einer Nacht. Pff. Warum, Valkyon? Warum gibst du dir solche Mühe, mich kennenzulernen? Weil ich tief im Innern spüre, dass du nicht so bist wie die anderen. Du bist wahnsinnig intelligent, interessant und außerdem unglaublich sexy. Du scheinst all das zu sein, wonach ich je bei einer Frau gesucht habe und noch viel mehr. Oh mein Gott! This is so cute! Die Worte in meinem Kopf gerieten durcheinander und ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Hör auf damit! Ich werde gleich noch ganz rot. Es geht mir genauso. Du bist all das, was ich immer gesucht habe. Ich kann nicht genau erklären, warum, aber allein deine Anwesenheit löst bei mir ein Gefühl der Sicherheit aus, auch wenn wir uns eigentlich noch gar nicht so gut kennen. Das ist meine Schuld. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich mir nie wirklich Mühe gegeben. Ab jetzt wird sich das ändern. Ich wiederhole mich vielleicht, aber ich will dich wirklich kennenlernen. Hast du Lust, zu den anderen fürs Frühstück zu gehen? Ich hätte lieber Lust auf ein zweites Frühstück. ja, warum nicht? Weißt du zufällig, wann wir genau abreisen? Huanghua war diesbezüglich ziemlich vage. Die genaue Uhrzeit weiß ich auch nicht, aber wir hatten geplant, so nach dem Mittagessen rum aufzubrechen. Wir wollten die Abreise so lang wie möglich hinauszögern, damit sich die Flöte noch ein wenig erholen kann. Oh mein Gott! Entschuldigung, das kann man einfach auch so falsch verstehen. Wir hatten jetzt die Nacht,
über die ganze Zeit Hulabaloo und jetzt so, ja nee, die Abreise zögert sich noch ein bisschen heraus, damit sich die Flöte... Oh, Entschuldigung. Verstehe. Lass uns zu den anderen gehen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde davor eigentlich gern noch kurz duschen gehen. Willst du mitkommen? Sag ja, sag ja. Ja! Eine gute Idee. Immer nach dir. Jetzt die Duschräume suchen. Okay. Feucht, fröhlich wird's dann weitergehen. Oh Gott. Dadurch, dass wir wirklich 3 Monate lang nicht hier waren, finde ich mich hier überhaupt nicht mehr zurecht. Duschräume, Feueraltar, Seitenflügel der Lüfte? Zimmer, Zimmer? Nö. Gibt's hier auch irgendwie sowas, Seitenflügel des Wassers oder so? Feueraltar? Ah, okay. Ich betrat den Duschraum. Und Valkyrn folgte mir. Wir fanden eine Dusche, die ein wenig abseits lag und in die wir beide unauffällig verschwinden konnten. Obwohl ich mich zu Beginn schamhaft zeigte. Das Licht der Dusche ließ immerhin weniger Platz für Fantasien, als es die Bettlaken zuvor noch getan hatten, wusste Valkyrn die Atmosphäre sofort zu entspannen. Als er meine Scham bemerkte, warf er mir einen vollkommen ungläubigen Blick zu. Dann schloss er mich fest in seine Arme und küsste mein Haar, meine Stirn und meine Lippen. Er musste nicht ein Wort sagen. Schon in kurzer Zeit fühlte ich mich ebenso wohl wie in dem Bett, das wir geteilt hatten. Ich ließ meine Hände über Valkyrns Körper wandern. Erst zaghaft, dann immer gieriger. Er schien seine Leidenschaft nicht mehr zügeln zu können und so zog er mich unter den heißen Wasserstrahl, küsste mich bis zur Atemlosigkeit und machte da weiter, wo wir vor einigen Augenblicken aufgehört hatten. Oh yeah, hoppla. Als wir aus dem Duschraum gingen, dachte ich noch einmal darüber nach, was wir soeben getan hatten und lief augenblicklich rot an. Ich hoffe, uns hat niemand gehört. Ich auch, aber eigentlich haben wir wirklich versucht, leise zu sein. Ja, wir sollten uns aber trotzdem ein bisschen zusammenreißen, oder? Meinst du? Warum? Bei dir fällt es mir wirklich schwer, mich zurückzuhalten. Valkyrn! Mensch! Ich küsste ihn noch einmal. Zwischen uns herrschte eine solche Anziehung, dass es mir schwer fiel, meine Begierde noch unserer gemeinsamen Nacht zu bändigen. Es fühlte sich an, als würde ich seinen Körper zum Überleben brauchen. Ich schüttelte den Kopf, um wieder zu mir zu kommen. Lass uns zu den anderen gehen. So, und wie haben sie jetzt in der Dusche verhütet? Haben sie da jetzt Schweinedärme mitgenommen, oder... Man muss es ja immer hinterfragen. So, wo ging es hier jetzt nochmal zur Küche? Da. Hey, Valkyria, gut geschlafen? Geht so, aber wirklich erholt fühle ich mich nicht. Gut, warum? Wie ein Stein. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Wir haben immerhin einen langen Tag vor uns, wenn ich dich daran erinnern darf. Ja, das stimmt. Sag mal, bist du dir auch sicher, dass es dir gut geht? Du hast so tiefe Augenringe, dass du dort 2 Boltü-Eier unterbringen könntest. Es geht mir gut, Crow. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich möchte mich da vorne gerne hinsetzen. Ich ging und setzte mich neben Valkyrn. Und vor uns saß Evelyn. Mir wurde soeben bewusst, dass wir die Nacht miteinander verbracht hatten und zwar in unserem gemeinsamen Zimmer. Sie hat sicher versucht reinzukommen, um sich schlafen zu legen. Oh Gott, was ist, wenn sie uns... Hallo, Evelyn. Hast du heute Nacht woanders geschlafen? Ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Oh, ich hatte gesehen, dass du während der Zeremonie plötzlich verschwunden warst. Und als Feng Cifu sagte, es würde dir nicht gut gehen, wollte ich mich dir nicht aufdrängen. Ich dachte, du wolltest vielleicht ein wenig allein sein. Und dass du ja ansonsten wüsstest, wo ich zu finden wäre. Oh, danke. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, das hat dir nichts ausgemacht. Keine Ursache. In diesem Tempel gibt es noch viele andere Betten. Verdammt, ja, da haben wir wieder das Problem. Gleiche Stimme. Und das meine ist sicher das bequemste von allen, habe ich recht?
Im Vorbeigehen rief uns Huang Hua diese unglaubliche Neuigkeit zu und setzte sich dann neben Feng Zifu, während sie mir zuzwinkerte. Du hast bei Huang Hua geschlafen? Oh mein Gott! Wendelt sich da was an? Romanze? Ja, wir haben einen Großteil der Nacht miteinander geredet und ich bin dabei weggenickt. Aber erzähl das bitte nicht weiter. Ich will nicht, dass die Leute denken, zwischen uns wäre etwas gelaufen. Ich flüsterte zurück. Und selbst wenn es der Fall wäre, das geht nur euch beide was an, weißt du? Ist es aber nicht. Und ich mag es nicht, im Brennpunkt zu stehen. Darüber solltest du dir keine Gedanken machen. Weil du etwa nicht versuchst, es zu verheimlichen? Es zu verheimlichen? Wovon redest du? Von euch beiden. Ich hab doch gesehen, wie ihr seit unserer Ankunft umeinander herumschlawenzelt seid. Und ich weiß, dass du gestern nicht auf deinem Zimmer warst. Ich warf Valkyrn einen eindringlichen Blick zu. Hast du denn konkrete Beweise, dass sie mit mir und nicht mit einem anderen zusammen war? Valkyria, warst du gestern Abend mit einem anderen Mann als Valkyrn zusammen? Evelyn sah mich eindringlich an. Meine Güte, was das angeht, ist sie wirklich unschlagbar. Nach einigen Sekunden, die sich unerträglich in die Länge zogen, wandte ich den Blick ab. Mich kann man nicht schlagen. Ich will das zwischen uns zwar nicht verheimlichen, verspüre allerdings jetzt auch nicht das Bedürfnis, es vor allen zur Schau zu stellen oder über die Dächer zu schreien. Solange ihr glücklich seid, das ist die Hauptsache. Meine herzlichsten Glückwünsche jedenfalls und versprochen, ich werde die Neuigkeit nicht gleich in alle Welt hinaustragen. Danke. Wir setzten unsere Mahlzeit fort und anschließend machte Huang Hua eine Ankündigung. Für diejenigen von euch, die sich gefragt haben, wann wir aufbrechen, ich dachte mir, wir könnten die Abreise vorziehen und um die Mittagszeit herum losmarschieren. So hat jeder noch Zeit, seine Sachen zusammenzupacken und unsere herausragenden Köche können noch Proviant für die bevorstehende Reise zusammenpacken. Stellt das für irgendjemanden von euch ein Problem dar? Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden und alle schienen mehr als aufbruchsbereit zu sein. In unseren Blicken liegt eine solche Entschlossenheit. Das treibt einen so richtig an. Mit der Flöte? Leifton, Evelyn, Valkyrn, ich würde euch nach dem Essen gerne sprechen. Sobald sie mit dem Essen fertig waren, stand jeder von ihnen auf und ging. Ich für meinen Teil wartete bis zum Ende der Mahlzeit, um in der Küche zu helfen und meine letzten Vorbereitungen zu treffen. So, alles fertig. Jetzt muss ich nur noch auf die anderen für den großen Aufbruch warten. Okay, du bist aufbruchsbereit. Doch das ist nicht für jeden der Fall. Du musst also versuchen, die Zeit irgendwie rumzubringen. Kleiner Tipp, entferne dich nicht zu weit vom Tempeleingang. Okay, entferne dich nicht zu weit vom Tempeleingang. Was bedeutet? Das wäre doch ein bisschen gehen können. Guck mal. Langsam zog sich die Wartezeit ganz schön in die Länge. Immer mehr Leute versammelten sich auf dem großen Platz und wir warteten eigentlich nur noch auf das Zeichen zum Aufbruch. Gut. Endlich ist Huang Hua da. Länger hätte ich nicht mehr warten können. Sind alle soweit? Gleichzeitig nahm die Menge ein einvernehmliches Ja von sich. Perfekt, dann lass uns aufbrechen. Okay. Verabschiede dich vom Tempel, es wird Zeit aufzubrechen und ins schöne Land von Il zurückzukehren. Ach Mann, ich mochte es hier wirklich sehr. Aber na gut. Ich bereitete mich soeben innerlich auf den Abschied dieser Gegend vor, deren Bewohner uns mit so viel Herzlichkeit empfangen hatten, als mein Herz plötzlich einen großen Sprung machte. In meinem tiefsten Inneren wusste ich ganz genau, was das zu bedeuten hatte. Das Orakel brauchte uns. Im Gegensatz zu sonst wirkte sich das Unbehagen jedoch nicht auf meine Stimmung aus. Eine neue Entschlossenheit tat sich in mir auf, stärker und unzerstörbarer denn je zuvor. Keine Sorge, großes Orakel. Wir sind bald bei euch. Bald wird euer Leiden ein Ende haben. Das verspreche ich euch. Okay. Dann mal weiter Richtung Balenvia. Doch unser Aufenthalt in Balenvia sollte nur von kurzer Dauer sein.
Wir hatten kaum die Füße in den Ort gesetzt, als wir auch schon ein heftiges Beben spürten. Ohne zu zögern, ordnete Huang Hua an, den Weg fortzusetzen. Obwohl die Reise ermüdend war, zeigte bisher keiner von uns Anzeichen von Schwäche. Denn wir hatten etwas, das uns antrieb: den Willen, so schnell wie möglich im Hauptquartier anzugelangen. Das war unser einziges Ziel. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Hauptquartier durchhalte. Ich spüre den Lebenskonflikt des Kestrals immer stärker. Leidens, Entschuldigung. Mein Herz verkrampfte sich in meiner Brust und mir war übel. Es war, als ob etwas in mir meine Organe langsam zersetzen würde. In dem Moment wurde mir bewusst, dass die Distanz den Schmerz doch um einiges gelindert hatte. Und ich begann, Panik zu bekommen. Wie groß der Schmerz bei der Ankunft im Hauptquartier dann wohl erst sein wird. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dem Kristall erst gehen muss. Oh my goodness. Okay, es geht weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben Schmerzen, aber egal. Wir müssen weiter. Landweg. Weg zur Höhle und dann an der Höhle vorbei, nicht wahr? Zeltlager. Richtung Land. Auf dem Weg verließen uns einige Personen. Nicht aus Feigheit oder Angst, sondern weil sie diejenigen, die trotz der immer stärker spürbaren Müdigkeit immer noch Kraft hatten, nicht noch weiter aufhalten wollten. Pausen gab es nur wenige und kurze. Wir schliefen nicht länger als eine Stunde. Und Essen war ein Luxus, auf den wir den Großteil der Zeit verzichten mussten. Denn wir hatten einfach keine Zeit dazu. Und ich war mir dessen bewusster als jeder andere hier. Der Kristall war am Sterben. Und ich mit ihm. Ich nahm mich zusammen und versuchte, mich nicht von meiner Mission abbringen zu lassen, während ich die Schmerzschübe ignorierte, die mich nun in immer kürzeren Abständen heimsuchten. Mit aller Kraft hielt ich die Zügel meines Schokobos in der Hand, als ob mein Leben davon abhängen würde, was es letztendlich auch tat. Mein Körper tat höllisch weh und mein Körper fühlte sich an, als würde er von allen Seiten durchlöchert werden. Es war unerträglich. Meinem Körper hilflos ausgeliefert, fiel ich von dem Reittier und so bot Huang Hua mir an, hier vor Ort zu bleiben. Nein, ich muss mit euch kommen, das spüre ich. In Ordnung, dann steig bei mir mit auf. Nur mühsam erklomm ich die wuchtige Bestie, die ihr als Fortbewegungsmittel diente, und versuchte mich trotz des Schwindels daran festzuhalten. Ich war mir sicher gewesen, niemals im Leben heil im Hauptquartier anzugelangen, und dennoch schienen wir nun endlich beim Wald angekommen zu sein. Jetzt bloß nicht aufgeben, wir haben es fast geschafft. Okay. Komm schon, Valkyria, nur noch ein Schritt. Ebene der Leere, nee, Birkengruppe, ne? So, Höhle der Baumheide, Erstarrter Hain, Unterholz? Ach, verdammt. Okay, Unterholz ist es schon mal nicht. Höhle der Baumheide. Weg der Alten. Felsiger Weg. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. I did it. I found the way. Did it, did it, did it. Waldrand. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Als wir versuchten, das Eingangstor des Hauptquartiers zu passieren, wurden wir plötzlich von einem elektrischen Schlag zurückgeworfen. Bitte was? Was ist hier los? Der Kristall. Er muss so verdorben sein, dass der Schutzwall nicht mehr funktioniert. Huang Hua hat recht. Tief in mir spüre ich den Schmerz des Kristalls. Wie sollen wir dann reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich muss die Flöte benutzen. Nein, Huang Hua. Trotz des Feuers, das in meinem Herzen wütete, stand es außer Frage, dass ich einfach nun tatenlos herumstehen würde. Ich kümmere mich darum. Eine Stimme tief in mir drängte mich, mich diesem Schutzwall zu stellen. Ich bin mir sicher, dass das Orakel meine Aura erkennt und uns passieren lässt. Ich hoffe wirklich, dass die Guardienne damit recht hat. Aber ob der Wall uns auch wirklich passieren lässt?
Das ist die Frage. Ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich muss ja jetzt noch einiges aufnehmen, denn ich bin wirklich froh, dass die Kur verschoben wurde. Ha! So kann ich wenigstens Eldaria noch komplett aufnehmen, aber trotzdem, ich versuche noch ein bisschen mehr rauszuholen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Episode gefällt euch bis hierhin. Ich muss sagen, ich bin von Eldaria mittlerweile mehr überzeugt als beispielsweise von Speedamoris oder Speedamoris Campusleben und freue mich schon sehr auf die Fortsetzung. Insofern wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.